So, heute wollen wir euch den Phoenix, die HL10, vorstellen. Wie man hier auf der Packung alles sieht, 70 Lumen Maximalleistung, 90 Grad Flutlicht. Betrieben wird sie mit einer 3xA Batterie. Drei Helligkeitsstufen hat sie und Dual Use Capacity heißt ganz einfach, wir können sie als Taschenlampe benutzen und als Kopflampe. Dabei ist eine Batterie, die sieht man hier, und in der Packung noch eine Anleitung und Ersatzdichtung. Laufzeit 30 Stunden mit 3 Lumen, maximale Distanz 15 Meter, Fallhöhe 1 Meter, bevor irgendwas kaputt gehen sollte, 2 Meter Wasserdichtigkeit. So, wir packen es mal aus und dann gucken wir uns den Rest an. So, hier haben wir jetzt den Packungsinhalt, einmal die Lampe, die 3xA Batterie, eine Ersatzdichtung, Anleitung und das Kopfband. Werde jetzt mal das Kopfband montieren und dann schauen wir uns den Rest an. So, wir montieren mal das Band. Hier haben wir gerade 2 Aufnahmen. Im Prinzip auf das lange Seite einsetzen. Dann gerade durchziehen. Das gleiche hier. Lange Seite. Und fertig. Hier hat man nochmal die Bandeinstellung für die Kopfgröße. Gerade draufdrücken, ziehen. Und das übrig physische Band kann man gerade hier befestigen. So. So, nachdem wir alles ausgepackt haben, setzen wir hier mal die Batterie ein. Und zwar hier die Klappe aufmachen, die Lampe aus der Halterung rausziehen, hinten aufschrauben. Dann sieht man auch gleich die Dichtung, wo wir die Ersatzdichtung gekriegt haben. Irgendwann ist er halt mal abgerieben, wenn man die Batterien öfters wechselt. Batterie gerade nehmen, einsetzen und wieder zuschrauben. Auf der Ende der Kappen haben wir noch eine Öse für einen Schlüsselanhänger. Lampe ist aus Metall gemacht, also Aluminium, sogar mit Glasscheibe. Zum Aufstellen kann man es auch hinstellen ohne irgendwas. Hier auf dem Teppich ein bisschen schlecht. Geht auch. Fernseher zum Einschalten, länger auf den Knopf drücken. Dann habe ich im Prinzip die verschiedenen Helligkeitsstufen. Die kann ich gerade das leichte Tippen einstellen. Hier habe ich dann gerade 3 Lumen, 27 Lumen und die 70 Lumen und dann gerade wieder länger drauf drücken. Wenn ich dann wieder einschalte, merkt sich die Lampe die Helligkeit, die ich eingestellt gehabt habe. Also wenn ich jetzt die kleine nehme, schalte aus, schalte wieder ein, ist er auch wieder da. So, zum Einsetzen, gerade wieder hier drauf klipsen. Sitzt auch wirklich fest, Klappe zu und ich kann im Prinzip meine 100 Grad Lampe einstellen und hier einstellen. Das heißt, wenn ich ganz einfach auf dem Boden arbeiten will oder irgendwo hochleuchten will, hier habe ich die Möglichkeit für die Einstellung. So, zur Lampengröße können wir hier zeigen, hat ja knapp 7 cm. Bisschen mehr, 7,1, 7,2. Zum Gewicht. Mit Batterie und Band hat sie ganz einfach. Machen wir 0. Danke. 58 Gramm, also sehr leicht für eine kleine Kopflampe. Wir machen im Keller jetzt noch die Helligkeitstest, dass man mal sieht, wie hell sie im ganz dunkeln ist. Bis gleich. So, wir sind hier in unserem Heizungskeller und habe das ganze Licht ausgemacht bis auf die Lampe. Und die Tür da vorne ist 6 Meter weit weg von der Lampe. Und wenn ich hier noch mit dem Zoom zurück mache, dann sieht man das auch. Hier habe ich jetzt 70 Lumen.
Das sind dann die 3 Lumen, das ist ja immer fast gar nichts mehr. Reicht aber für die Hand. Aber habe ich hier vorne auf. Dann sind es schon. Und das sind dann die 27 Lumen. Die reichen auch noch. Und dann nochmal die 70 Lumen. So, ich habe gerade bei uns im Regal geguckt, was wir nehmen könnten als Aufbewahrung und fand die Dip Pouch, normalerweise für Tabakdosen. Aber wie man sieht, wäre es wirklich nicht schlecht für die Kopfhörer reinzumachen. Passt dann die Molle. Klein und handlich. Und sie ist auch gleich wieder raus. So.